Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Gear Gossip. Es ist Sommer und ich mache mal wieder ein Video für euch. Ich sitze also nicht draußen rum und spiele mit meiner Tochter oder sonst irgendwas. Nein, ich mache für euch ein Video. Please appreciate. Es ist Sommer und das merkt man vor allen Dingen darin, dass es hier vermutlich so leichte Nebengeräusche hat. Das ist mein Nachbar, der seine 5 Quadratmeter Parzelle hier intensiv vertikutiert und mäht und pflegt und hegt. Worum geht's heute? Heute geht's um ein bisschen was Schräges. Ich probiere was und ihr sagt mir hinterher, ob es euch getaugt hat. Ich vergleiche heute mal ein paar Akustik-Preamps, um es mal, jetzt fängt er wieder an, vorsichtig zu erzählen. Also, ich habe den AD10 mal gemacht von Boss und andere Geschichten. Das sind aber sehr komplizierte Teile. Das sind die mit Menü und da drücken und dann da. Nein, das, was ich heute vorstelle, das sind solche Fußbodenteile, wo möglichst viel drin ist und jede Funktion hat irgendwie einen Regler. Also nicht irgendwie in Menüs abtauchen und Handbuch wälzen, Hilfe, mache ich nichts. Nein, das sind die ganz einfachen Sachen, die man, ja, Regler, mehr Hall drehen. Das ist also das, worum es heute geht. Als da wären, wen haben wir denn heute dabei? Wir fangen unten an und hören oben auf. Unten heißt, wir fangen an. The Wailton Valeton, Valeton, keine Ahnung, Acoustic, Dapper Acoustic Mini. Dapper Acoustic Mini. Klein, golden und gut. Drei Schalter und was hat er drin? Ein Kompressor, ein Preamp, also mit Equalizer und so, ein Notchfilter, ein Hall und ein Kopfhörerausgang. Mehr sage ich dazu jetzt erstmal nicht. Ich zeige euch gleich warum. Eins teurer als das ist der, das war jetzt übrigens ein Huni, 100 Euro im Moment. Dann kommt der Zoom AC3, ja, nicht AC30, nein, AC ist Acoustic Creator natürlich und der hat schon einen ganzen Haufen mehr am Start. Da ist zum Beispiel, was hat er denn? Also man kann zum Beispiel Batterien reinstopfen. Er hat dieses ominöse Source Guitar, Target Guitar Thing, das irgendwie den Piezo, weniger Piezo machen soll. Hat natürlich auch einen Equalizer an Bord. Multi-Effekt mit Chorus und Modulated Reverb und bla bla bla. Hall hat er, einen Ausgangsregler hat er, ein Stimmgerät hat er, einen Kompressor, eine Boost-Funktion und so weiter und so fort. Ja, ne, der ist schon mal mit 240, 450 Euro im Moment schon mal mehr als doppelt so teuer. Dann kommt kurz hinten nach der Fishman Tone Deck. Jawohl, Fishman ist ja irgendwie das, was man mit Akustikabnahme irgendwie in Verbindung bringt. So, was ist mit dem Pickup drin? Fishman. Ja. Das ist also der Tone Deck. Und was hat der Tone Deck? Er hat natürlich auch ein paar Schalter. Er hat einen Kompressor drin, zwei Chorus, einen Flanger und einen Tremolo. Kann man sich halt aussuchen, was man will. Das ist Effekt. Er hat eine Boost-Funktion und er hat einen Hall und einen Delay. Und für alles immer nur ein Reglerchen. Ne? Genau. Jetzt waren wir hier schon bei 290 Euro. Und jetzt hauen wir so richtig, dass es wehtut. Nämlich jeweils 400 Euro kosten Sans Amp Flyrig Acoustic. Ja, da ist drin Kompressor, Boost-Funktion, Notchfilter, Equalizer, Hall, Delay, Chorus. Ja, also alles, was man so braucht und ja, auch nicht so furchtbar groß, aber eine komische Farbe. Und oh, dann haben wir noch auch 400 Tacken den Transit A Acoustic Preamp End Effects von Trace. Ja, die Älteren erinnern sich, Trace Acoustic. Trace wie sind sie? Trace Elliot? Schwarz mit grün drauf geschrieben. Das ist Trace Elliot. Was hat der? Ziemlich einfach. Boost, Chorus, Delay, Tap, Tempo, also Delay und ein Reverb. Was man nicht sieht, er hat auch einen Kompressor drin. Mehr dazu später. Und die Anschlüsse, die behandle ich später nochmal genauer. Auch 400 Öcken. So, was ist jetzt hier mit dem Thomas los? Der macht doch sonst irgendwie jede einzelne Funktion, Haarklein und Pipapo. Das mache ich bei 5 Stück ganz bestimmt nicht. Ich mache das Ganze jetzt andersrum. Wir fangen nämlich mal an mit, wofür brauchst du es? Was brauchst du dann wirklich? Und welches von den Geräten ist dann das Richtige für dich? Also die Features auseinanderklamüsern. Und am Schluss hören wir uns dann mal an, wie es klingt. Okay? Wer auf diesen Approach keinen Bock hat, tschüss, schönen Tag noch, ich mach das jetzt so, okay?
Ich habe mir einfach alles zusammengeschrieben, was überall drin ist, und dann quatschen wir mal drüber. Aber zuerst noch ein paar Grundgedanken, wofür könnte ich sowas überhaupt benutzen? Wie schaut der normale Akustik-Amp aus? Du hast meistens einen Kanal, der hat einen Dreiband-EQ, vielleicht auch so ein Pre-Shape und einen Hallregler und einen Output. Ja, wenn du Glück hast, kommt deine Gitarre da rein. Wenn du Pech hast, in den zweiten Kanal, der hat dann vielleicht nur noch ein Zweiband-EQ und das mit dem Hall, das ist dann auch nicht mehr so wichtig. Und wenn du ganz viel Pech hast, dann musst du mit der Gitarre in den Aux-Weg rein. Je nachdem, was man so braucht, ist so ein Gerät eher so eine Multi-Effekt-Bombe und der Rest läuft durch den Akustik-Amp, wie man es so gewohnt ist. In einem anderen Fall ist es vielleicht sogar die einzige Möglichkeit, sich überhaupt hörbar zu machen. Wie neulich, ich mit Sängerin, ich habe einen Zwei-Kanal-Amp. Toll. Also damit ich Hall und alles drum pipapo auf beiden Stimmen habe, habe ich den AER mit den Mikrofonen bestückt. Ja, das geht. Und habe eine Aktivbox mitgenommen und habe meinen Boss AD5-Gitarre direkt in die Aktivbox. Das heißt, mein AD5 musste alles haben. Klangbearbeitung, Vierband, ja, Reverb und Chorus und so ein ganzes Zeug. Das war also alles drin und das war auch gut so. Also genau überlegen, wofür brauche ich es, und dann, ja, weil ich die ganzen Effekte eh nicht brauche, brauche ich auch nicht kaufen. Ja, und wenn ich unbedingt einen Equalizer brauche, weil in meiner Gitarre gar keiner drin ist, dann brauche ich ihn. Und wenn ich an meinem Amp und an meiner Gitarre jeweils ein 6-Band-EQ mit parametrischen Mitten und sonst was, dann brauche ich vielleicht keinen Equalizer. Und jetzt ab zu den Features. Okay, was könnte man so alles brauchen? Ja, Stimmgerät. Stimmgerät, ja. Stimmgerät kann ich schon mal fast Entwarnung geben. Können sie fast alle. Der Einzige, der hier kein Stimmgerät drin hat, ist der Tone Deck von Fishman. Der hat kein Stimmgerät. Alle anderen haben eins drin. Mal mit dem eigenen Display, mal nehmen sie die. Wurscht, es ist eins drin. Gut. Kann irgendeiner von denen auf eine eigene Kalibrierung gehen? Wie, also nicht 440 Hertz, sondern halt 438 oder sonst irgendwas, was man aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen vielleicht brauchen könnte? Nein. Okay. Du brauchst einen Tuner, du brauchst ganz unbedingt ein Stimmgerät und bist zu doof, dir noch so ein kleines Ding zum an die Gitarre klipsen mitzunehmen. Dann darfst du den Fishman nicht nehmen. Ganz einfach. Das nächste Stück, was man vielleicht unbedingt braucht, ist ein Equalizer. Und hier ist es jetzt schon nicht mehr ganz so einfach wie bei Tuner. Wofür brauche ich einen Equalizer? Ich jetzt oder der da draußen. Wenn du deinen Amp sowieso mit irgendwie 10-Band-EQ und alles super, wofür brauche ich dann einen Equalizer am Fußbodenpedal? Gar nicht. Ne? Und wenn du darüber hinaus auch noch was in deiner Gitarre drin hast, also diese Schieberegler-Dinge, wo man dann so die Performance ein bisschen killt, brauchst du es auch nicht. Außer du sagst, ich möchte hier vielleicht einen zweiten Sound abrufen, also einen für Gibim und einen für Fingerpicking. Was brauche ich dann? Einen Schalter, ja? Weil sonst geht's nicht. Ja? Und je nachdem, wie dick und fett ich die Bearbeitung gestalten muss für meine Gitarre, also meine zum Beispiel hat überhaupt nichts eingebaut, ne? Das ist einfach nur ein bisschen Preamp und kein Regler, kein gar nichts. Ne? Je mehr Bearbeitung ich brauche, desto mehr Bearbeitung sollte das Gerät auch zur Verfügung stellen. Wie schaut es jetzt aus? Wer hat was? Also ich habe es ja schon gesagt, Equalizer haben alle an Bord. Toll. Gibt es hier Schrulligkeiten, Auffälligkeiten? Also alle haben mindestens 3-Band-EQ. Hat jemand mehr als 3-Band? Der Fishman zum Beispiel. Fishman Tone Deck hat hier noch ein 40, 80 oder 160 Hertz High-Pass-Filter. Also das ist der Rumble-Feedback-Umpf-Umpf-Umpf-Filter. Unglaublich sinnvoll für jeden, der schon mal die zweifelhafte Ehre hatte, neben einem Schlagzeuger Akustikgitarre zu spielen als Hauptinstrument. Ja? Da fliegst du bei jeder Bass-Trommel halb von der Bühne. Low-Cut hat nur der Fishman. Wer sowas braucht, hier gucken. Braucht jemand vielleicht ein Low-Pass-Filter, also irgendwas, wo man so ganz nervige Höhen, Rauschen oder von einem magnetischen Pickup wegkriegen will? Da brauchst du den Sans Amp Acoustic Flyrig, weil der hat hier oben einen Low-Pass-Filter. Also der dreht quasi die Höhen raus. Nein, nur bis hier. Und falls jemand sagt, er braucht unbedingt auch eine Semiparametrik, zumindest auf den Mitten, ist das hier der einzige, der sie hat. Hier Midshift, Frequency and Amount. So, und vorhin habe ich schon gesagt, Equalizer ist ja eine schöne Sache, aber wer
was auf Abruf haben möchte, also einen zweiten Sound oder einen Boost für ein Solo oder sowas in der Art über einen Equalizer, der braucht den Valeton Dapper Acoustic Mini, weil es der einzige ist, der seinen Equalizer mit dem Fußschalter anschalten kann. Der Rest ist immer an. Ganz stimmt das nicht, der Sans Amp kann das auch abschalten, aber nur mit diesem schwarzen Mini-Nöppel hier. Und das ist live ein bisschen schwierig zu erreichen, also schon gar nicht mit dem Fußschalter. Zwischen zwei Songs, wenn ich sage, okay, das war jetzt hier Don't Fear the Reaper und jetzt spiele ich Blackbird, beuge ich mich schnell runter und mache meinen Fingerpicking-Sound an. Das geht, aber im Song zu sagen, okay, jetzt Solo, das geht nicht. Zusammengefasst, wer ein bisschen ausgefuchsteren Equalizer will, der schaut am besten zum Fly Rig. Wer einen zum Anschalten braucht, kommt um den Dapper nicht rum. Und wer einen Low Cut unbedingt braucht, der muss zum Fishman greifen. Kompressor, so, das wäre das nächste. Wofür brauche ich einen Kompressor? Naja, es gibt zwei Sorten von Kompressor eigentlich, die man so auf der Bühne verwendet. Einmal ist es das Tool, das vielleicht helfen kann, den ganz argen Piezo-Attack gerade zu machen. Oder die gröbsten Geschichten zwischen voll durchziehen und aufgelöstem Akkord gerade zu machen. Und der andere Typ ist halt wirklich ein Effekt, also ganz klar hörbare Kompression. Und dann gibt es natürlich wieder das Gleiche wie, was kann ich jetzt einstellen an dem Ding und kann ich es ein- und ausschalten oder ist das Ding immer an? Kompressor, hat einer von denen keinen Kompressor an Bord? Ich schau mal kurz. Nein, sie haben alle einen Kompressor, das ist doch schon mal schön. Wir fangen wieder unten an, ich sage euch dann, was er kann. Also, einfach ein Kompressor, der so ein bisschen schön glatt macht, haben sie alle. Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Als Effekt, um zu sagen, das ist jetzt ein Solo-Sound und den kann ich einschalten und das rockt. Und ist auch wirklich als Effekt zu hören, das kann der Dapper und das Flyrig. Die können den Kompressor einschalten. Und beide können übrigens ganz gemein zupacken. Also so richtig, so dass es schon nicht mehr schön ist. Also richtig, richtig viel und auch richtig Output. Also sowohl für eine eigene Einstellung gedacht, als auch vielleicht für einen Solo-Boost. Die anderen drei, AC3, Tone Deck und der Transit A, haben jeweils einen Immer-An-Kompressor. Ja? Mit einem Regler und gut ist. Der, naja, nicht ganz richtig, der Trace hat Folgendes. Das sieht man dann bei den Spielbeispielen. Hier ist so ungefähr alles beleuchtet, okay? Und je mehr hier reinkommt an Input und je höher man den Gain aufdreht, das ist wie beim guten alten E-Gitarren-Amp, also Output runter und Gain rauf, dann fängt er an zu komprimieren. Und dann macht man es hier noch ein bisschen heißer und dann hat man umso mehr Effekt. Also hier ist so eine organische Mischung zwischen Input und Output zu wählen und dann hat man den richtigen Amount of Compression. Ne? So, das ist die Theorie. Praxis hören wir später. Also ist ein Kompressor drin, aber man sieht ihn nicht und er ist immer an. Immer an, immer an, außer du drehst weit genug runter. Bei den anderen beiden kann man ihn wenigstens ausmachen. Und das nächste, was ich auf jeden Fall brauche, immer, ist Hall. Ein richtig schöner Hall, weil ohne Hall klingt alles irgendwie nach nichts. Für mich zumindest. Wer hat hier keinen Hall? Keiner. Einen Hall haben sie alle. Kann man an diesem Hall irgendwas einstellen? Ein- oder ausschalten? Alle können ihren Hall ein- und ausschalten. Das ist doch schön, oder? Das ist feini. Kann ich irgendwas einstellen? Das ist immer nur ein voreingestellter Hall. Ja, kennen wir ja alle von E-Gitarren oder billigen Akustik-Amps. Reverb. Der Dapper hat einen Hall und den kann man dazu regeln und gut. Der große, große Transit A hat genau einen Hall. Glaubst du nicht? Hat nur einen. Acoustic Flyrig kann wenigstens zwischen einem Small and Large hin und her schalten. Und der Tone Deck, der lässt sich da wieder mal nicht lumpen. Der hat zwei verschiedene Reverb-Sounds hier einstellbar. Und Time, also Länge des Reverbs und Mix. Hier ist ein einstellbarer Hall drin. Und dann haben wir noch ganz was Spezielles, nämlich den AC3. Der hat nämlich zwei, wenn es sein muss. Er hat einen Immer-An-Hall, den kann man gar nicht ausschalten. Der ist, wenn du den aushaben willst, Mix runter. Und wenn du sagst, okay, ich habe immer so ein bisschen Raum drauf und dann will ich mal so richtig in einem Song einen richtig fetten Hall drauf machen, dann ist hier in diesem Multi-Effect-Ding
auch ein paar Hall-Settings dabei, die ich dazu schalten kann, zusätzlich zu dem Hall. Und der Gewinner ist, in Sachen Vielseitigkeit ist es vermutlich der AC3. Der Fishman kriegt aber gleich noch eine drüber von mir, nämlich, sieht man jetzt nicht, ist auch egal, an, aus, ne? Schaltbar, ist klar. Hall oder Delay, nicht beides. Schade. Delay, das nächste ist Delay, das Echo. Wer von den fünf hat ein Echo? Schauen wir mal. Alle außer dem Dapper, der hat kein Echo. Schade. Alle anderen haben ein Echo. Was könnte man dann da einstellen wollen? Ziemlich viel, also Feedback, Level und den ganzen Kack. Wer hat's? Haben sie alle? Gut. Und müssen wir noch irgendwas sagen? Ja, ich habe schon gesagt, der Fishman teilt sich die Regler mit dem Hall. Also man kann nur sagen, Delay oder Hall. Das ist für mich ein völliger Bummer. Der Acoustic Creator hat gleich derer drei Analog Tape und normales Delay mit ja, drei Einstellmöglichkeiten, Parametern. Sehr schön, sehr wunderbar. Großartig. Und wir haben das Gleiche auf dem Acoustic Rig. So. Ich persönlich bin der Meinung, dass ein Delay ohne Tap-Funktion ein kaputtes Delay ist. Deswegen schauen wir jetzt mal, ob jemand Tap hat. Der hat Tap-Delay. Der Fishman nicht. Der Transit A hat Tap-Delay. Und hier wunderschöne große LEDs, die den Schalter beleuchten. Das seht ihr später ganz genau. Und der AC Acoustic Creator, der hat das nicht. Also, wer ein einstellbares Delay braucht, kann jeden nehmen, außer dem Dapper. Schade. Wer ein Tap-Delay braucht, kann nur den Acoustic Rig oder den Transit A nehmen. Auch ein Stück, was aus irgendwelchen Gründen immer irgendwie separat behandelt wird, ist Chorus bei Akustikgitarre. Ja, das scheint irgendwie außerhalb von so Multi-Effekt zu laufen. Irgendwie Chorus ist das, was man bei Akustikgitarre haben möchte. Keine Ahnung warum, ist so. Schauen wir mal, was haben wir denn? Chorus, haben wir einen Schalter, welche Parameter können wir einschalten? Der liegt falsch rum. Chorus, da ist schon mal wieder der Mini außen vor, der hat überhaupt nichts in Sachen Multi-Effekt oder so. Das ist einfach nur Reverb, Equalizer und Compressor. Dabei belassen wir es jetzt mal. Der Fishman hat einen Chorus, wunderbar. Und der ist auch einstellbar mit Rate and Level. Also, er hat sogar zwei Chorus. Nur zwei verschiedene, sehr schön. Der AC3 hat auch zwei, wieder mit drei Parametern, die man einstellen kann, sehr hübsch. Und der Flyrig hat auch einen Chorus. Einen sehr einfachen, da kann man nämlich nichts einstellen, außer mehr davon. Keine Parameter. Mm-mm. Jetzt zu der Frage Chorus und Delay. Schließt sich das vielleicht auch wieder aus? Ja, schließt sich aus. Also, Flyrig ist entweder Delay oder Chorus, nicht beides. AC3, Delay oder Chorus. Dapper gar kein Chorus. Fishman ist Chorus, ist ein Teil des Multi-Effekts. Kann gleichzeitig mit dem Delay oder dem Hall benutzt werden. Und beim Transit A ist es ein dedizierter Schalter. Haben wir sonst Parameter? Nö, nur ein mehr davon. Also, Transit A ist schaltbar, aber keine Parameter. Fishman ist schaltbar und hat Parameter. Zusätzlich zum Delay und Akustik. Ah, das wird langsam ein bisschen viel, oder? Also, der am besten einstellbare ist beim AC3. Und wer unbedingt Delay und Chorus haben möchte, gleichzeitig Fishman oder Transit A. Jetzt haben wir über Chorus gesprochen. Was ist denn sonst noch so drin? Haben wir sonst noch irgendwie Multi-Effekte da drin? Der Dapper schon mal gleich gar nicht. Der Flyrig hat auch nix. Der Transit A hat auch nix. Noch zusätzliche Effekte bietet nur der Tone Deck. Und zwar also zwei Choruse, Chori, wie auch immer. Aber hat noch einen Flanger und einen Tremolo mit drin. Auch hier Chorus oder Flanger und Tremolo, okay. Und wenn man es richtig krachen lassen will, dann geht es hier rein in den Acoustic Creator. Aber das sind dann richtig geile Sachen drin. Also drei Delays, das haben wir schon gesagt. Wir haben zwei Chorus und wir haben zwei Hall. Dann haben wir noch ein Tremolo und wir haben Pad. Das hört ihr euch dann später mal an. Ne? Das wird lustig. Also da geht ein bisschen mehr. So, jetzt wird es dann langsam ein bisschen abgedrehter. Was könnten wir denn noch brauchen bei Akustikgitarren? Ich mache mal kurz einen kleinen Hinweis für euch.
Feedback. Was habe ich denn drin, um Feedback einzudämmen bei den Gerätschaften? Was könnte es denn sein? Ein Phasenswitch, also dass man schon mal die Phase dreht, um das Gröbste auszubügeln, und dann Notchfilter. Von Hand oder automatisch? Wer hat sowas? Also, der Depper hat einen. Hier, guck mal. diese Schalter hier, ne? Also er hat einen Notchfilter. Also Notchfilter und Frequenz. Also wie stark rausdrehen, wie stark, nicht nur ein Setting, sondern wie stark hättest du das denn gern und wo ist die Frequenz? Zwei Sachen, die ich dabei überhaupt nicht ausstehen kann, das haben sie aber alle gemeinsam, ist, ich muss mich runterbeugen, um die Frequenz zu finden. Und was passiert meistens, wenn es wummert und man beugt sich runter? Es hört auf, weil dann eine andere Frequenz fiept. Deswegen liebe ich meinen AD5 so, der ist auf Hüfthöhe am Mikrofonständer und wenn irgendwas brummt, mache ich einen Königsmove. Ah, danke und spiel weiter. Und muss mich nicht irgendwie runterbeugen oder so. Aber das haben sie alle gemein. Bummer und liebe Firma Welton, Valeton, hallo. Notch Frequency ist mit dem Preamp zusammen, also mit dem Equalizer zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen anderen Sound mir schalten möchte, also an, aus, dann schalte ich auch meinen Notch-Filter an und aus. Das ist also, ja, ganz leicht debil, sorry. Der Transit A hat einen Notch-Filter. Ja, den kann man leider nicht einstellen. Den kann man nur von ganz unten hier ist aus und dann sweep ich mal durch so von 30 bis 300 oder so. Aber keine Tiefeneinstellung. Und er ist auch nicht einschaltbar oder ausschaltbar. Ah, hubala. Der Fishman hat einen Phasenschalter wenigstens. Ah ja, Moment, der Transit hat auch einen Phasenschalter. Genau, hat er. Hat einen Phasenschalter und nix. Der Sense Amp hat einen regelbaren und an- und ausschaltbaren, wenn auch nicht per Fuß, Notchfilter. Frequency und wie? Nee, hat er nicht. Oh, ich erzähle Mist. Er hat einen Notchfilter. An, aus und welche Frequenz? Aber nicht wie stark. Was hat der AC3? Der hat hier einen schönen kleinen Schalter. Da kann man sagen, bitte suchen und dann rausziehen, wenn es erstmal wummert. Da ist wieder das mit dem Runterbeugen, aber hier hat der Programmierer mal mitgedacht, es gibt hier einen Foot-Switch. Anstecken und wenn es dann wummert, zweimal drauf, warten bis es weg ist und weiterspielen. So macht man das. Ach ja, übrigens, das Flyrig hat auch einen Phasenschalter. So, was könnten wir denn noch brauchen bei so einem Ding? So eine Art Soundshaping. Also irgendwas, was dafür sorgt, dass unsere Akustikgitarre, die ja durch ein Piezo ja doch eher nie so doll klingt, was könnten wir da tun? Gibt es da irgendwas, was wir tun können? Manche haben ja sowas eingebaut. Also wir fangen mal an. Wer hat sowas? Also der Transit A hat wenigstens so ein Pre-Shape-Thing. Das ist so eine Art Loudness-Schalter. Da klingt es schon mal viel, viel schöner, finde ich zumindest. Und der AC3 hat hier vorne so ein Pickup Piezo Magnetic Off. Also man kann sich auf den Pickup-Typen einstellen. Ich höre leider nicht so furchtbar viel Unterschied, also eigentlich keinen. Deswegen lassen wir es dabei. Sense Amp, nix da Sense Amp. Das ist einfach nur Equalizer, nix. Und dann haben wir natürlich auch wieder beim AC3 dieses Source Guitar and Target Guitar. Das muss man gar nicht benutzen. Aber hier passiert schon ordentlich was. Also ich habe da hinterher Beispiele, wer sein Piezo entschärfen möchte, alles in einem Gerät, kommt am AC3 nicht vorbei. Also nicht möchte, sondern muss, so rum. Wer das wirklich machen muss, weil er sagt, sonst speie ich im scharfen Strahl auf die Bühne, dann dieses Teil. Mir fallen noch ein paar andere Sachen ein, wie zum Beispiel, ist da sowas drin wie ein Solo-Sound? Kann ich sagen, lauter, weil ich jetzt Solo spiele oder so, oder weil ich jetzt Fingerpicke und vorher war es Gerumpel. Was kann ich tun? Nicht so einfach, Vorsicht. Also es könnte sein ein Equalizer, irgendwas, was ich ein- und ausschalten kann, wo ich Lautstärke mit verändern kann. Es könnte ein Kompressor sein, den ich an- und ausmachen kann oder wirklich ein Dedicated Boost, also wirklich ein Reglerchen, den ich dann, also ein Mehr. Okay, habe ich schon gesagt. Also, der Depper hat natürlich den einschaltbaren Preamp mit dem Notchfilter mit drin, ne? Vielen Dank, und den Kompressor. Und beide sind in der Lage, so derartig Lautstärke rauszuhauen, dass es durchaus geeignet für Boost-Zwecke. Gut. Transit A hat tatsächlich so richtig schön einen Schalter, der da Boost heißt, und einen Regler, der Boost heißt. Das kann ich einstellen, an- und ausschalten. Das nenne ich mal nutzerfreundlich. Der Fishman hat sowas auch. Der hat einen Boost-Schalter. Der ist hier. Aber der Regler dafür ist hier, ne? So, und den kriegst du auch fast nicht gedreht. Warum?
Also da war wirklich noch Platz, finde ich persönlich. SenseAmp, Boost Level und Kompressor und SenseAmp, nee, den kann man nicht schalten. Also ich habe einen Kompressor und einen Boost. Und hier habe ich auch einen Dedicated Boost mit einem Regler Lee. Wunderbar. Also hier ist wirklich in jedem Gerät was geboten. Am wenigsten elegant gelöst beim Fishman und beim Dapper. Die anderen sind völlig in Ordnung. Okay, noch was ist mir eingefallen. Batterien, was gehen die mit Batterie? Witzigerweise gehen gerade die kleinsten nicht mit Batterie. Das ist echt schade. Die mit Batterien funktionieren sind der Fishman und der AC3, die anderen nicht. Was ich übrigens mal so anmeckern möchte, ist, ich finde es auf der einen Seite schade, wenn die Leute nicht reinschreiben in ihre Manuals, ob man da auch Akkus drin verwenden darf. Die haben nämlich eine andere Voltzahl, eine andere Spannung. Und was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn sie reinschreiben, not suitable for rechargeable batteries. Ja, klar, ne? Voll Ökos. Packe ich nicht sowas, ne? Wenn ihr sowas konstruiert, dann doch bitte so, dass es auch mit Akkus geht. Das kann so schwer nicht sein. Das Routing, also was kommt da rein und was kommt raus, das ist für den einen oder anderen vielleicht nicht so ganz unwichtig und das musste ich mir jetzt auch echt aufschreiben, weil zum Beispiel Standardprozedur, Kabel rein, Kabel raus, das können sie alle. Oh, Gott sei Dank. Der hier hat zum Beispiel noch einen regelbaren Kopfhörerausgang. Das kann in so mancher Kombo durchaus den Abend retten. Und dazu noch ein XLR-Out. Alle gleichzeitig nutzbar, aber ich kann die Erde nicht trennen. Okay? Also ich habe hier drei Ausgänge. Der SenseAmp hat, ja, fast das gleiche. Der hat auch ein XLR und einen Ausgang und dieser Ausgang kann auch ein Kopfhörerausgang sein. Ja. Und es ist auch eine Remote Control für den Typen, der vorne am Mischpult pennt, weil hier kann ich nämlich diesen Ausgang mit dem Schalter hier zum Kopfhörerausgang machen. Und dann kommt eben nicht Instrument, sondern Kopfhörerpegel. Switch, plöng. Ah! Ja, aufpassen, nicht aus Versehen drauf treten. Und jetzt wird es dann wild. Ne? Also der Tone Deck, der kann schon eine ganze Menge mehr. Der hat einen normalen Output und hat einen DI-Out. Und der kann entweder genau das gleiche Signal, nur balanced rauslagen, also symmetriert, oder den ganzen Kack hier vergessen und direkt hinterm Boost rausschicken. Also ohne dieses ganze Effektgedöns für eine Aufnahme. Der Transit A kann das, glaube ich, auch. Der hat ein Input. Schön. Er hat einen Ausgang, also Dryout für einen Tuner oder irgendwas anderes. Da geht das gleiche Signal gebuffert einfach raus. Kann der ein oder andere vielleicht brauchen? Ich weiß es nicht. Ein Aux-In. Da kann man noch was dazu spielen, wie zum Beispiel ein Playback. Schön, oder? Kopfhörer, DI Pre, DI Post, a Ground Lift und links, rechts. Und, ach, schön. Also eigentlich alles, was man so braucht. Und dann haben wir noch den. Der macht auch etwas, was ich schön finde. Guitar in, Guitar out und hier steht auch noch Phones. Also hier kann man auch Kopfhörer dran schließen. Wie das dann mit links, rechts funktioniert, ich habe keine Ahnung, aber es geht. Und hier kann man noch XLR dran und dann kann ich hier den linken in Pre und Post. Jetzt muss ich schon wieder motzen. Aber hey, wenn ich sowas habe, kann ich denn nicht bitte einen Kopfhörerausgang haben und ein XLR? Und wenn es Stereo ist, dann habe ich halt zwei XLR und zwei Klinkenbuchsen und einen Kopfhörerausgang. Muss ich das denn immer alles auf eine Buchslinge? Du kannst es Stereo machen oder mit Kopfhörer oder so, ne? Weil hier, das war ja, ne? Dann kostet es halt 280 Euro. Also bitte. Und falls ihr es nicht gemerkt habt, der einzige, der einen regelbaren Kopfhörerausgang hat, ist der kleine Mini-Dapper. Und jetzt etwas, was ich auch ausgesprochen wichtig finde, aber oft mal übersehen wird, ist Build Quality. Also wie kommt das ganze Ding rüber? Manche von den Dingen schauen richtig teuer aus und manche richtig schäbig. Muss man zugeben. Aber das ist, wie sagt man so schön, nicht so richtig intuitiv. Also um es mal klar zu sagen, wer über jeden Zweifel erhaben ist, ist von meiner Seite aus der teuerste hier. Das ist der Transit A. Das ist einfach. Und die Schalter sind auch einigermaßen solide. Wenn es auch ein bisschen hohl klingt, ich habe hier Regler. Und die Beleuchtung ist auch allererste Sahne. So gehört sich das für dunkle Bühnen, obwohl das ganze Ding hier schwarz ist wie die Nachtfinster. Die Überraschung ist, dieser billig aussehende Valeton irgendwas, eben weil er auch so klein ist, das Ding, wenn man es hochhebt, denkt man sich, hui, das ist aber schwer. Und da, das ist Selbstverteidigung. Das ist derartig massiv. Das ist richtig heftig. Und diese
Ich weiß nicht, ob die einen Tritt aushalten, diese Knöpfli hier, aber die lassen sich sehr schwer drehen. Also was da einmal eingestellt ist, das bleibt da auch. Und die Schalter sind auch nicht gerade schäbig. Was innen drin verbaut ist, keine Ahnung. Ich nehme die nicht auseinander, aber obwohl er so lieblos bedruckt ist, der ist richtig solide. Also, boah, krass. Ein richtiger Ziegel. Dagegen, der hier wirkt dagegen schon ein bisschen. Das klappert da unten. Obenrum ist alles solide, aber der Bodendeckel klappert. Die Knöpfli wackeln ein bisschen, das finde ich nicht so toll. Was einem aber auffällt, ist, dass diese Knöpfe sehr wenig Weg haben. Das passt eigentlich ganz gut. Ich weiß allerdings nicht, was passiert, wenn man hier mal abrutscht. Das ist. Dann kommen wir mal erst zum AC3. Was ich hier ganz schön finde, ist, dass die Schalter schräg sind. Die sind auch nicht so furchtbar laut und fühlen sich solide an. Und die Regler sind versteckt durch diese Wölbung. Ich weiß nicht, wie lange dieses Pseudo-Holz und hier oben drauf, das ist ja nur bedrucktes Plastik, wie lange das einem Fußstand hält. Keine Ahnung, aber das ganze Ding wiegt schon relativ solide und auch die Regler fühlen sich jetzt nicht schäbig an oder sowas. Also das ist alles recht ordentlich. Jetzt kommen wir zur bösen Überraschung, nämlich dem Tone Deck. Da muss ich jetzt auch mal wieder motzen. Ist das leichteste von all denen, obwohl es eines der größten ist. Und sieht total super schnuffig aus und auch diese Regler, die sind echt, das ist gut, so gehört sich das, sind groß und dick und ach, wunderbar. Und das hier ist Alu. Und der Rest eben nicht. Das fühlt sich an wie ein umgearbeiteter Joghurtbecher und ausgerechnet unter den Schaltern ist es eben so ein Joghurtbecher und deswegen. Ja, wenn ich jetzt den festhalte, klingt es ja noch schlimmer. Die Schalter sind derartig laut. Das ist nichts für die Kirche. Also wir meinen, oh, das ist doch ein schöner. Den nehme ich jetzt mal für die Kirche und dann mache ich hier Chorus an, knack und alle wach. Ne? Das ist also nicht so toll. Also hier weiß ich nicht, ob das hier wirklich den einen oder anderen Tritt aushält. Das empfinde ich als enttäuschend. Also das ist echt. Sorry, also. Ne? Mit dem hier mache ich aus dem hier Kleinholz. Plastik. Also in Sachen Build Quality würde ich sagen, der Dapper gewinnt. Der Dapper gewinnt gegen alle anderen und der Transit A kommt hinterher und der Rest folgt und ganz weit abgeschlagen der Fishman. Also das ist echt, sorry, das ist schon fast frech. Sieht total edel aus, ist es aber nicht. Jetzt sind wir durch die ganzen Features durch. Also alles, was mir eingefallen ist, was man tun könnte, habe ich jetzt hier in Sachen Features. Ich persönlich einen Favoriten. Ja, habe ich. Ich persönlich würde jetzt einfach nur mal ganz basic einen weiteren Kanal für irgendein Akustik-Amp brauchen. Und dafür ist der hier absolut ausreichend. Wirklich. Und der Hall ist jetzt auch nicht so furchtbar. Und wenn ich richtig noch mehr haben möchert, dann würde ich sagen, bin ich beim AC3 am besten aufgehoben. Und das sind jetzt leider auch fast die zwei billigsten. Beim Sans Amp würde ich den nehmen, da fehlt mir einfach ein bisschen was für das Geld. Ich meine, wir sind bei 400 Tacken und da würde ich zumindest ein bisschen Piezo-Bigon-Dials hier erwarten. Sind sie aber nicht. Und den Transit A finde ich eigentlich auch richtig super. Da gefällt mir aber was anderes nicht und dazu kommen wir jetzt. Nämlich, wie es klingt. Thank you.
Thank you.
So, jetzt reden wir mal über Klang. Ne? Ich werde jetzt nur Sachen herausstellen, die mir aufgefallen sind. Also ist nicht sagen, und der Tonregler macht so und so. Nee. Ist mir irgendwas aufgefallen? Also irgendwo, wo ich sage, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich spiele euch das alles mal irgendwie so ein bisschen durch. Ihr seht ja, was man da so hört. Ist klar, dass ich beim Depper jetzt nicht sagen kann, wie der Flanger klingt, weil er keinen hat. Ne? Und ich werde euch auch nicht zeigen, wie gut es mit der Feedback-Korrektur funktioniert, weil hier wird entweder alles oder gar nichts, wo man nicht sitzt, direkt vorm Subwoofer. Was ich aber tun kann, ist auf so ein paar Sachen hinweisen. Also, ich fand zum Beispiel dafür, dass es die billigste Kiste ist, den Hall von dem Walton gar nicht so schlimm. Und der Kompressor ist echt ein Viech. Also da kann man wirklich alles niedermähen, was daherkommt, und der Output ist unfassbar hoch. Also da kann man vielleicht noch ein bisschen nachjustieren, dass das ein bisschen feinfühliger ist, aber wer sowas braucht, da knallt es richtig. Was mir beim Sansam aufgefallen ist, ja, also ich sage jetzt, alles okay, ne? Also ich sage nicht, das ist alles scheiße und das war ganz besonders schlimm, sondern das ist das, was mir aufgefallen ist, und das ist, dass der lange Hall ein bisschen scheppert. Das finde ich jetzt nicht so toll. Ansonsten kann man da viel mitmachen. Was mir beim Tone Deck aufgefallen ist, das ist zum Beispiel, dass ich den Hall sehr schön finde, das ist wirklich toll, und auch, dass man den Hall in der Länge einstellen kann, das finde ich auch schön. Was mir nicht so gefallen hat, das werdet ihr jetzt hören, es ist sowohl ziemlich viel, also so ein Brummen unten drin. Dass ich nicht weiß, wo das herkommt, und ziemlich viel Rauschen. Also, hallo? Vielleicht ist das Ding auch kaputt. Keine Ahnung, ist nicht meine Sache. Wenn dieses Brummen vom falschen Netzteil herkommen sollte, weil es ja nicht das Fishman eigene ist, sondern meines, das ist jetzt auch nicht zu schäbig, was da unten hängt. Und sollte es daran liegen, dass es hier ein bisschen brummt, dann muss ich sagen, alle anderen brummen mit dem Ding nicht. Ne? Wer ist jetzt hier der Böse? Das eine Netzteil, was mit allen anderen funktioniert, oder das eine, was hiermit nicht funktioniert? Wo der ganze Lärm, den das Teil hier verursacht, ganz besonders auffällt, ist beim Tremolo. Das ist nämlich eigentlich so für mich nicht benutzbar. Und wenn wir schon bei lauten Schaltern waren, so klingt es, wenn man den Hall ausschaltet. Der AC3 läuft hier ein bisschen außen vor, weil man kann diese Source Guitar überhaupt nicht ausschalten. Also er klingt für meine Begriffe von Haus aus schon mal besser. Also, ja. Wenn man vor die anderen was davor schalten möchte, aber das würde ja wieder so die alles in allem irgendwie ad absurdum führen. Der klingt von Haus auf immer schon sehr gut. Was mir aufgefallen ist, dass er sehr viel Tiefbass hat. Den hatten die anderen nicht. Also ich sitze, wie gesagt, vorm Subwoofer und das macht Puff, auch beim Kompressor. Das machen die anderen nicht. Also nehme ich an, dass hier überall so ein bisschen Low-Cut drin ist. Ne, hier, Fishman, 40 Hertz, drunter kommt gar nichts. Hier nicht. Hier ist volle Frequenz und hier knallt es auch richtig. Also wenn der hier einer Body Percussion und auf den Transducer draufhaut, das knallt dann richtig. Die Effekte finde ich einfach richtig schön, finde ich angesagt, und Anti-Feedback muss auch genau so sein. Das ist keine Schrulligkeiten, alles nur immer ziemlich gut. Also vor allem dieses Pad-Ding, das finde ich irgendwie total geil. Und last but not least, der Transit A. Also genauso wie bei dem Walton wird man hier auf gar keinen Fall Unsicherheiten haben, was hier gerade an ist und was nicht. Also dazu ist das hier alles viel zu schön beleuchtet. Das ist ja schon richtig Leuchtreklame. Was es aber auch hat, ist, es hat wirklich einen Sound. Das ist jetzt für den einen richtig geil und für mich eher nicht. Also hört euch das genau an, was ich jetzt erzähle. Der Kompressor zum Beispiel macht das Ganze sehr aggro und rotzig. Da klingt es schon fast so, wie wenn einer das Wort British ein bisschen übertrieben hätte. Und auch der
Reverb, den man nicht weiter einstellen kann, man kann ihn nur ja, hinzudrehen, das ist auch ein ziemlich harter, blecherner Sound. Aber vielleicht ist das on purpose, dass es eben eigenständig klingt. Und vielleicht, das kann ich aber nicht testen, ist das die Art von Sound, die dem Akustikgitarristen im Bandkontext hilft. Also wenn ich den Hall nicht nur so als weiche Watte unten drunter und alles ist gut sehe, sondern als, wenn ich ihn anmache, dann will ich ihn aber auch hören, weil es ist ein Effekt. Für mich in dem Fall, ne? Reverb! Ich solo, nicht du. Dann ist der Sound im Bandkontext vielleicht durchsetzungsfähiger. Mir persönlich hat es nicht gefallen. Das Konzept finde ich geil, also auch mit diesem Kompressor, dass der automatisch drin ist, also ein bisschen heißer drehen und dann wird das Ganze ein bisschen weicher. Nee, der wird wirklich heiß, ne? Also wer Akustik, Rock und Hau drauf, der ist hier richtig gut bedient. Und wer hat es gewonnen? Ich höre jetzt nämlich auf, ich habe keine Lust mehr. Also ich finde einfach für den Preis ist einfach dieses, für meinen Anspruch ist diese Mini-Depper einfach irgendwie cool. Ein Huni und alles drin, was man sonst so bei seinem Akustik-Amp irgendwie vermisst. Ne? Aux in. Richtig. Und wenn es drüber hinausgehen sollte, bin ich beim AC3. Den Rest lasse ich jetzt außen vor. Ich finde das Flyrig einfach zu teuer, aber das müsst ihr entscheiden. Ist nicht meins. Tondeck finde ich von der Verarbeitung her einfach zu schäbig. Viel zu laut. Die Schalterchen und ich brauche ein Delay unten Hall, nicht entweder oder. Das ist für mich zum Beispiel ein Showstopper. Alles andere kann ich gerade noch mitleben. Aber ein Tremolo benutze ich nicht, aber Delay oder Reverb ist für mich ein No-Go. Für mich, für euch ist vielleicht was anderes. Und ja, dann kommen wir zum AC3. Da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ich finde, der schaut komisch aus. Aber gut, vom Sound her ist es schon irgendwie okay. Ich muss aber wirklich, wirklich, wirklich fragen, ey, wieso schafft es eine Firma wie Zoom? Ich meine, die sind ja jetzt auch nicht auf der Brennsoap-Air geschwommen. Ein Anti-Feedback, sagen, ach ja, also ey, komm, runterbeugen und draufdrücken ist irgendwie blöd, da braucht man einen Fußschalter. Und ihr habt es echt nicht geschafft, fürs Delay noch einen Tap hier unterzubringen. Also echt, nicht wirklich. Na gut, aber man kann ja nicht alles haben. Ja, ich habe hier eine Liste unten drunter gemacht, schaut es euch bitte an. Und wenn ihr was bestellt, dann bestellt es bitte über diese Liste, dann habe ich an dem Video vielleicht auch ein bisschen was verdient. Dankeschön und jetzt packe ich das wieder ein. Ciao.